Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Fail Together Mario Bros. U. Und wir betreten jetzt mal das Level Dunkle Blockade. Und wir haben eine Hornisse, die hier rein will. Das war ja eine Bienenkönigin, so groß wie das Vieh gerade war. Also entweder das oder eine Hornissenkönigin. Keine Ahnung. Ich hab bestimmt auch eine Hornisse auf jeden Fall. Oh, er war hier ist noch irgendwas. Vor allem, wenn die durchsichtig sind, könnte trotzdem da rausstehen. Ja, aber beleuchtet ist halt besser. Disco! Du sagst auch noch nicht Disco. Du weißt doch so, was ich sehen könnte. Hilfe! Ich will einen Yoshi! Okay, eine Blume ist auch nicht gut. Vielleicht ist es so. Da könnte ein Yoshi drin sein. Was Hallo? Willst du mit Yoshi? Vielleicht? Du hast zum Beispiel. Aber die willst du ja nicht. Du hast schon zwei Auskinder. Da hätte jetzt in jeder ein Yoshi drin sein können. Ich glaube aber auch irgendwie nicht, dass ich hier einen Yoshi kriege, weil dafür kriege ich die Feuerblume hier. Hat nichts zu sagen. Ja klar! Als ob ich jetzt auf den da rumhüpfen würde. Ich geh wieder. Das mit deinen Plattformen zu rüsten, kann das einfach. Ah! Nur die Plattformen sind doch super. Guck mal hier, überall Plattformen hier. Hier muss ich jetzt trotzdem machen? Nee. Was soll ich jetzt sagen? Ah, ich kann die anmachen. Jetzt schreibt jemand in den Discord ernsthaft. Wie kann er es wagen? Jetzt hilf mir doch mal, Mann, wenn ich hier nicht schnell genug hochkomme. Du sollst mir kein Licht machen, du sollst mir Plattform machen. Wow! Hilfe! Wolltest du mich jetzt diesmal umbringen? Nein. Ja, weg mit uns mal. Dieser Stress. Hier sieht's schon schöner aus. Aber wir sind die links in die Röhre reingelaufen und kamen dann innen raus. Hey. Au! Fuck! Fuck! Wow! Okay, ich töte dich nicht. Wie hoch kannst du gehen? Nicht hoch genug, egal. Ja, stimmt. Kannst du nicht. Ey. Ich hasse dich auch. Ach ja, schon wieder. Ja, hast wieder eine. Hm. Aber ich will eigentlich. Aber die kannst du verwahren. Nein! Ah! Halt! Oh, geht doch! Der wollte gerade nicht so wie ich. Ballett der Piranha-Pflanzen. Scheiße. Ich will nicht. Komm, du willst es. Eigentlich nicht. Ist ja wie bei Lara, ne? Genau. Wie bei Lara. Du bist noch gegen jemand vorgekommen. Seile sind nicht mein Ding. Ich möchte mal gucken, was das andere Level wäre.
Und dann könnte ich die rote Plattform auch ausfahren und dann könnte ich zu dem Bonuslevel auch erstmal kommen. Vielleicht kriege ich ja dann wieder so einen geilen Gleiter. So kannst du auch schon zu einem Yoshi kommen. Ja, stimmt. Oh, diese scheiß Kettenhunde, ich hasse sie. Kannst das Ding reinstampfen, dann geh weg. So. Der Pfahl, an den die festgemacht sind. Der eine Kettenhund gerade den anderen gefressen? Ich weiß es nicht, sah irgendwie so aus, das, ne? Das klang auf jeden Fall. Aua! Diese scheiß Flughörnchen! Na! Heels! Weißt du? Ich wollte ihn töten, aber danke. Da oben ist noch ein Secret in der Wand. Da links ist auch noch was in der Wand. Nein! Ein Checkpoint. Du hast eigentlich direkt zum Checkpoint gekommen. Okay. Nimmst du den langen Weg? Das habe ich so gesehen. Oh, sag ab. Du könntest eigentlich vielleicht auch stampfen. Aber erst wenn ich da von Tüten raus. Ja. Hä, was ist der oben rausgekommen? Weiß ich nicht. Verwirrt mich jetzt. Guck. Oh. Sollen wir mal da reingehen? Nein, nein. Mann, jetzt hast du den doch. Mann, wieso hast du mit denen nicht töten? Das habe ich ein Problem, Mann. Das ist ein Problem. Mach doch. Hast du einfach keine Plattform hin, wenn ich den töten muss, Mann. Der fliegt doch nur da oben so ein bisschen rum. Ja, das ist toll. Ah! Wow! Hilfe! So. Den musste ich mal eben killen. Ah, Alter. Ziel. So, ich hab ja auch ohne deine Hilfe mal. Okay, dann gucken wir mal, wie wir ohne meine Hilfe. Ich hab gesagt, ich hab extra gesagt mal. Also ihr falsch verstehen. Okay. Ich bin einfach nur gestresst gerade durch dieses Spiel. Yay, Bonuslevel. Oh, ich bin übers Leben drüber gesprungen. Ich bin ja auch so. Oder wirst du mit dem Bowser oder der Pilz? Ich bin ja auch so intelligent, ey. Das lenkt. Oh, das war gut. Mhm. Oh, naja, okay. Ein Bowser, weil. Wow! Fuck! Ich hätte es nicht sagen sollen. Immerhin zwei aber. Also von daher nicht so schlecht. Und ich habe ja an sich genug Leben. Also ist ja nicht so, als würde ich jetzt total viele auch wirklich brauchen. Von daher. Das ist Mario, du brauchst nicht. Jetzt habe ich zumindest den Gleiter, den ich auch haben wollte. Von daher. Wer weiß, ob ich jetzt durch das Level besser durchkomme. Ich hätte den Part jetzt eigentlich beenden sollen, aber es ist mir egal. Ich will es versuchen. Bei dem kann ich nichts machen. Ja, der Gleiter ist hier richtig, richtig gut. Wieso kriegst du da auch? Kommt dir gleich entgegen. Nein, du brauchst ihn nicht. Naja. Eben. Alter! Was ist das? Genau. Oh. Egal. Ja, ich hab's ja.
Und da hat es dann geklingelt zum Zeichen, dass... Oh. Nur können die nicht richtig rechnen. Ich habe gesagt 35 bis 40, es ist 29. Richtig, der Apfelstrudel kann noch nicht fertig sein. Kannst du den killen? Glaube nicht. Allerhöchstens, wenn er seinen Kopf nach oben ausstreckt, aber ne, geht nicht. Oben hängst du, damit kannst du killen. Ah. Ah, was war das denn? Was hast du gemacht? Ich hab dir eigentlich eine Plattform gemacht, dass er dich nicht treffen kann. Nee, ich bin nur fast dagegen und direkt in sein Maul geflogen. Nee. Doch, eigentlich schon. Leute, mal ganz ehrlich, was habt ihr gesehen? Nichts. Sie haben nicht so gefreut. Die kann ich töten. Hilfe. Gib mir doch mal eine Plattform, Mann! Bitte sie doch mal. Endlich mal hier. Sehr schön. Ja. Oh yeah, Mario Time. Mario Time. Ah, ich glaube, ich weiß wieder, wie das war. Mit dem, muss man mit dem Mantel ausprobieren. Ich glaube, du hast noch einen extra Sprung mit dem. So eine Art, wenn du dieses Drehen benutzt, während du gleitest. Ah, das Drehen benutze ich ja eigentlich nie, von daher. Ja. Ich nutze das Drehen in der Luft halt ganz gerne, weil du damit teilweise noch kurz in der Luft bleiben kannst. Auch ohne diesen Mantel. Und ich glaube, mit dem Mantel hast du nochmal da einen extra Sprung. Ja, das kann ja gut sein. Das auf jeden Fall mal ausprobieren, Fede. Jo. Dann beende ich hier jetzt erstmal den Part und ja, in diesem Part begeben wir uns dann in Kammerjagd im Drehwurmturm. Ja, beziehungsweise zur Kammerjagd im Drehwurmturm, genau. Mhm. Ja, wollte ich auch so sagen. Glaube ich mal, dass du dann keinen Drehwurm kriegst. Hahaha. Nee, ich werde nur am Durchdrehen sein. Na gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Part. Und ja, dann sehen wir, beziehungsweise hören uns das nächste Mal wieder, würde ich sagen. Ne? Bis dahin, macht's gut und ciao. Bis dann. Ach, mein Knie war noch so laut geknackt, ist gut. Ja, alte Leute. Danke, ich hab dich auch. So, geht's auch wirklich. Ciao.